Wir sind ein kleiner landwirtschaftlicher Familienbetrieb mit 70 bis 80 Ziegen am Westende von Sachsen, im Dreiländereck zu Bayern, Thüringen. Wir bewirtschaften 15 Hektar Land, davon sind 5 Hektar Ackerland, Rest ist Grünland. Wir haben eine Herdbuchzucht mit Thüringer Waldziege, die vom Aussterben auch bedroht ist. Wir machen eine Erhaltungszucht im Einklang mit Leistungszucht als Erfolgskonzept der Thüringer Waldziege und haben jedes Jahr 120 bis 150 Lämmer, die dann auch zu Ostern und Pfingsten als Osterlämmer verkauft werden und der Rest als Zuchtböcke und Nachzucht. Im Außenbereich halten wir auch noch Thüringer Zuchtböcke. Im Stall sind es unsere Milchziegen und im Anbau vom großen Stall ist unsere Lämmeraufzucht. Unsere Tiere werden täglich zweimal eingestreut und entweder mit Gerstenstroh oder Weizenstroh. Die Tiere werden auch zweimal am Tag gefüttert mit Heu und Maissilage und Grünsilage. Heu haben sie ad libitum zur Verfügung und Wasser sowieso. Eines unserer wichtigen Sachen sind eigentlich noch das Tierwohl. Deswegen haben wir auch uns entschlossen, dann diesen neuen Stall hell und groß zu bauen. Tierwohl ist für mich ausschlaggebend, dass sie täglichen Weidegang haben können. Im Sommer, ab um 10 Uhr, wenn dann spätestens Tau weg ist, dann geht es raus und bis abend um 5 Uhr. Unsere eigenen kleinstrukturierten Flächen ermöglichen es uns, mit unseren Ziegen die Kulturlandschaft zu pflegen. Die Beweidung und Heuproduktion erfolgt unmittelbar um unser Gehöft. Ja, wir haben einen 12er Melkstand, Side by Side, wo sie täglich ihre Kraftfutter kriegen, zweimal täglich, wie sie auch gemolken werden. Unsere Ziegen geben ungefähr 700 bis 850 Liter pro Jahr, was sie direkt hier auf dem Hof verkäst wird. Es wird früh gemolken. Und dann kommt die Milch in den Kessel rein und dann wird sie pasteurisiert und gegen Mittag fange ich mit Käsen an. Wir stellen verschiedene Sorten Käse her, wie Weichkäse, Camembert, Schnittkäse, Joghurt, Frischkäse und Quark. Gut 80 bis 85 Prozent vermarkten wir über unseren Laden, wo wir sehr zufrieden sind damit. Und dann im weiteren Umkreis, der maximale Abstand ist 45 Kilometer kurz vor Stadtroda.